Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf CraftEdge Gaming. Und zwar, wie ihr im Titel schon sehen könnt, haben wir ein neues Intro für unseren Channel, denn unser altes Intro war einfach viel zu lang. Und ja, bevor ich zu viel rede, zeige ich euch einfach mal das Video und ja, viel Spaß beim Schauen. Wie ihr gesehen habt, ist es viel, viel kürzer als das alte, es hat viel, viel mehr Effekte, es war viel, viel aufwendiger. Und ja, also habe ich mich einfach dazu entschlossen, ein neues zu machen, da wir in letzter Zeit ja nie ein Intro benutzt haben, da das letzte viel zu lang war. Denn 20 Sekunden Video mit so einer lauten Musik, das nervt schon wirklich, und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein schnelles neues. Obwohl, so schnell ging es nicht, denn es war ziemlich viel Arbeit. Mit welchem Programm habe ich das gemacht, falls sich das manche fragen? Ich habe das Ganze mit Cinema 4D gemacht. Das war eigentlich nur die 3D-Schrift, die ja so hineingeflogen kommt. Und der Rest ist alles in After Effects gemacht, mit vielen verschiedenen Plugins und so weiter. Ich kann da darauf gerne noch genau eingehen, das werde ich jetzt auch machen. Und ja, analysieren wir ganz kurz das neue Intro. Habe ich glaube hier. Das sind die ganzen Dateien, die ich benutzt habe für unser Intro. Und ja, hier ist unser Intro nochmal. Ich habe die Musik ausgemacht. Hier sieht man gleich mal, der Hintergrund ist das Einzige, was wir nicht selbst gemacht haben. Der Hintergrund war ein Video von so einem Video-Stream-HD-Ordner. Da waren so 20 verschiedene Hintergrundvideos. Ich wollte keinen normalen Hintergrund, keinen schwarzen oder so, sondern einen, der sich bewegt. Und da habe ich das gefunden da und habe es einfach mal genommen. Und ja, hier sieht man dann die Buchstaben reinfliegen. Das Ganze habe ich in Cinema 4D gemacht. Einfach eine kleine Animation. Buchstaben fliegen rein. Stoßen hier kurz zusammen, dann habe ich in After Effects hier einen Optical Flares eingefügt mit dem Plugin von Video Copilot, zeige ich euch gleich noch. Und ja, hier kommt dann halt eine Optical Flare, die streift da einmal vom C übers G. Und dazwischen haben wir so einen kleinen Twitch, das war dieses Bildschirmruckeln, was ihr gesehen habt. Kleiner Soundeffekt war natürlich auch da dazwischen. Und dieser Twitch ist einfach nur, dass der Bildschirm dann so ruckelt. Das heißt, wir haben hier Optical Flare mit einem kleinen Twitch. Dann kommt das HD von unten nach oben, reiht sich hier schon ein. Dann kommen hier gleich zwei Optical Flares von beiden Seiten und die machen dann sozusagen dann den Text da unten, youtube.com/creativehdgaming, also unsere YouTube-Seite. Und ja, dann haben wir hier am Ende nochmal so ein Twitch, das heißt, der Bildschirm wackelt wieder hin und her und dann wird der Bildschirm halt schwarz. Es sind verschiedene Soundeffekte auch dabei. Die Musik, falls mir manche gefragt haben, was ist das für eine Musik? Das ist Holiday Nero Remix. So ein Song halt von Dizzy Rascal, wie sie sich nennt. Und ja, gebt einfach mal auf YouTube ein Holiday Nero Remix. Ich werde es vielleicht auch noch in die Videobeschreibung schreiben, wie es heißt. Und ja, das habe ich einfach genommen und einfach nur die ersten paar Sekunden des Liedes, da das relativ ruhig und normal ist. Und ja, dann habe ich noch ein paar Soundeffekte benutzt, zum Beispiel diesen hier. Was ist denn das? Ich versuche es mal nicht zu laut zu machen. Weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Das ist so ein Twitch-Soundeffekt und so weiter und so fort, jedenfalls. Und ja, dann zeige ich euch nochmal, wie die Datei denn so aussieht. Das ist das Vorbearbeitete hier in After Effects, alles selbst gemacht hier. Das Einzige, was wir nicht selbst gemacht haben, ist, wie gesagt, dieses hier unten, dieses Design HD ist der Hintergrund, der grüne. Ich habe hier ein paar Magic Bullet Looks, also noch ein paar Color Corrections gemacht und so weiter und so fort. Und ja, also sieht das Ganze aus. Hier mal die ganze Datei. So habe ich das in After Effects gemacht. Die Plugins, die ich benutzt habe, Effekt. Da möchte ich auch ganz kurz jemanden danken, und zwar Maurice alias Express Musics. Und zwar hat er mir ein bisschen geholfen bei den Optical Flares, das sind diese Lichter. Er hat mir gesagt, wie das Plugin heißt, hat mir auch ganz kurz erklärt, wie man das dann so benutzen kann. Und ja, also danke nochmal Maurice. Und ja, also das Plugin heißt, von Video Copilot habe ich einmal Optical Flares benutzt und Twitch, das ist das Wackeln. Dann habe ich hier nochmal Twixter benutzt, bei dem, wo das C und das G hier aufeinander stoßen. Da habe ich einen Twixter eingefügt, damit es ein bisschen Slow Motion ist. Was habe ich noch benutzt? Magic Bullet Looks für Color Corrections, einfach vom Hintergrundbild, damit die Farbe nicht ganz so gefallen hat. Das Hintergrundbild war eigentlich blau und ich habe es einfach auf grün umgefärbt. Jo, viel mehr gibt es doch nicht zu sagen. Ich habe jetzt wieder viel gequatscht, einfach nur für die Leute, die wissen wollten, wie ich denn das Ganze gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das neue Intro gefallen. Falls es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch diesem Video geben.
und schreibt mal in die Kommentare einfach, wie ihr es auch so findet. Ich sage danke, wir werden in den nächsten Videos immer mit diesem Intro hier beginnen und ja, ich sage ciao, bis zum nächsten Video, tschüss.